So, na, dann gucken wir mal, wie die Abstimmung läuft. Ja, na, keine Chance, weil die, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte ist gegen uns. Millie. Was ist das für eine Perspektive? Sitzt irgendjemand auf uns? Warum sehe ich so ein gammeltes Kissen? Was ist denn das? Das ist doch, das kommt mir ein bisschen buggy vor irgendwie schon wieder. Marlin war böse. Ich wollte es ihnen sagen, aber sie haben gar nicht zugehört. AJ, durchatmen. Was machen wir, wenn wir wütend werden? Komm schon, du willst doch nicht laut sein, oder? Was machen wir, wenn wir wütend werden? Wir halten inne und denken und, ich bin immer noch richtig, richtig wütend. Ich weiß, dass ich nicht wütend werden soll. Oder traurig. Dann mache ich nämlich dumme Sachen. Du musst deine Gefühle in den Griff kriegen. Sie kontrollieren. Ja, wir können jetzt auch nicht alles irgendwie gutheißen, Mata. Wir müssen auch ein bisschen... Ganz genau. Wir haben einen Erziehungsauftrag. Wir halten inne, wir denken und wir atmen. Atmen. Einatmen. Und wieder ausatmen. Geht's dir besser? Kein bisschen. Du bist immer noch wütend, oder? Natürlich ist er immer noch wütend. Ich glaube, ich bin auch traurig. Oh, dann komm mal her. Komm. Ja, drück mal den kleinen AJ. Ich hab gemacht, was du gesagt hast. Ich weiß, du hörst sehr gut zu. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich recht hatte. Wie du gesagt hast. Es hat nicht funktioniert. Wieso hast du es mir gesagt, wenn es nicht funktioniert? Du hast es vermasselt. Das ist auch krass. Ich habe mich geirrt. Wir haben nicht so. Ich habe mich geirrt. Was ich gesagt habe, war falsch. Oder vielleicht habe ich es falsch gesagt. Vielleicht auch dem wichtig, dem Kind auch mal zu sagen, dass man auch selber Fehler machen kann. Ich gebe dir keine Schuld. Und das ist halt zum Mitdenken anregt. Ich will nicht gehen. Weiß ich doch. Ich find's toll, immer zu wissen, wo wir sind. Das Bett, das Essen. Ich mag die anderen Kinder. Nicht alle. Aber Ten und Louis und Violet. Okay, ich glaube, die Abstimmung ist durch. Okay, Louis und wie? Wie lief's? Wir haben abgestimmt. Ihr müsst gehen. Ach, Scheiße. Ich hab nicht abgestimmt. Ich will, dass wir bleiben. Oh Gott. So funktioniert das nicht. Vielleicht sollte es aber. Es musste ihr nicht gefallen. Sie Gut, werden lernen, das zu tut leben. Es auch nicht. Könnt mir vertrauen, scheiße nochmal. Ich fass es nicht. Ihr seid alle durchgeknallt. Nach allem, was Marlin getan hat, nach all den Lügen. So reagiert ihr? Ihr werft uns raus, weil wir in seinen Scheiß verwickelt wurden? Marlin hat seine Waffe fallen gelassen. Dann hat AJ ihn ermordet. Hätte Fahrradkette. Wie können wir danach noch in eurer Nähe sein? Wie sollen wir euch vertrauen? Wir fassen den Scheiß halt an, Alter. Wir ziehen die Karre halt aus dem Dreck. So ist es doch mal. Wir holen die Kastanien aus dem Feuer. Wenn wir fair abstimmen, fügst du dich. Rasterlöckchen. Das ist Schwachsinn. Und also, das wüsstest du, wenn du nicht dauernd deinen Kopf in den Sand stecken würdest. Ach, ich stecke den Kopf in den Sand? Du kannst Marlin ruhig hassen, aber du kannst nicht leugnen, dass AJ auch gefährlich ist. Ja, ihr müsst mal die Augen aufmachen, in welcher Welt wir jetzt hier leben, Freunde. Hier kann sich keiner mehr erlauben. Wir warten, bis ihr gepackt habt. Dann bringen Louis und ich euch hinter die Sicherheitszone. Wir eskortieren euch sicher zur Straße. Es ist nicht viel, aber wenigstens sterbt ihr unterwegs nicht. Wir werden nicht lange sicher sein. Wir sind dankbar. Wir hätten euch auch einfach vors Tor werfen können. Ja, wir sind dankbar. Danke, dass ihr zumindest... Nein! Warum dankst du ihnen? Es ist deren Schuld, dass wir gehen müssen. Sie wollen uns loswerden. Ja, dennoch, AJ. Dennoch. Bring ihn unter Kontrolle. AJ, atmen. Wo ist Ten? Ich muss mich verabschieden.
Er war stinksauer wegen der Abstimmung und redet mit niemandem mehr. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich so ein bisschen froh, dass wir jetzt nicht mehr da sind. Aber jetzt wird alles besser. Übrigens, so toll war es hier bleibt. Nicht. Wartet. Hat AJ immer noch die Waffe? Ja. Wir stimmen jetzt nochmal ab, du Penner. Gib sie her. Muss das wirklich sein? Verdammt, klar muss das sein. Ich spaziere nicht in den Wald, wenn er das Ding in der Hand hat. Nee, sorry, sie Alter. Sie gehört dir, AJ. Du solltest sie behalten. So sieht's mal aus, mein Freund. Louis ist mir ein scheißegal. Gehört mir. Louis, ich brauche sie für die Monster. Man muss auch mal jetzt die Stellung beziehen. Wenn du sie nur gegen Monster verwenden würdest, würde ich mir nicht solche Sorgen machen. Du bist jetzt der allerletzte, den ich eine Waffe gebe. Schön. Soll der Junge die Mordwaffe behalten? Ich will auch mal nicht das bereuen werde. Das ist ein schönes, leeres Regal. Es war alles voll mit tollen Sachen, Sammelobjekten. Wir haben sowieso keine Lust auf Sammeln gehabt. Die Pistole sieht einfach so schön aus. So, das heißt aber, wenn wir jetzt rausgehen, irgendwie, dass wir wahrscheinlich nicht mehr mit dem Bug konfrontiert werden, irgendwie ständig Louis seine Klimpermucke zu hören. Da bin ich sehr dankbar tatsächlich drüber. Allein deshalb ist die Entscheidung richtig zu gehen. Gut gemacht, AJ. So, aber was nun? Wo gehen wir hin? Und die Frage ist, kommt Rosi mit uns? Jetzt sind wir schon im Wald. Yay. Niki, du hast jetzt schon gespielt, ne? Wie ist bei dir? Du warst bis zum letzten Kapitel in der Schule wahrscheinlich. Du hast das richtig gemacht, wa? Nicht wie ich hier. Erzähl mir jetzt den scheiß Bettfosten. Finden wir wieder ein Auto? Voll kaum. Letztes Mal hatten wir Glück. Also zu Fuß weiter. Ja. Meine Schuhe sind bald kaputt. Hoffentlich halten sie noch ein bisschen. Meine Füße werden wieder bluten. Wir können sie mit Luis, einem was hast du für eine Schuhgröße? Mal, ich fahre einfach nur so aus dem Interesse. Schnauze. Ist ja nicht das erste Mal für euch. Ihr seid inzwischen sicher gut darin. Wir sind fast gestorben. Spaziergang nach Hause. Ist das doch egal. Du hast keine Ahnung, wie das ist. Das kümmert dich doch einen Dreck. Jetzt müssen wir auch nicht mehr hier auf nett sein. Wir sind da. Da hinten ist die Straße. Will noch wer was sagen, bevor wir gehen? Du kannst ja mitkommen, wie? Hab genug gesagt. Danke für deine Unterstützung. Gern geschehen. Ich wünschte, ihr könntet bleiben. Ich wollte das nicht. Komm schon, gehen wir. So benimmst du dich auch. Nur eine Minute. Dann werf uns nicht raus. Bloß nicht vermasselt. Ja, ich auch. Also für Vi tut's mir tatsächlich leid. Bloß nicht vermasselt. Vi war immer fair zu uns. Es war Marlins Schuld. Ja. Er ist tot. Macht aber immer noch Probleme. Mann, Violet. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe. Also, passt auf euch auf, ihr zwei. Hast du die Waffe noch? Ja, hab ich. Versuch einfach, vorsichtiger zu sein, okay? Mach ich. Ja, also du kannst gleich drehen hier mit deinem Bettpfosten. Ja, halt hau ab. Brauchst ja nicht so zu gucken. Unser Clemmy hat sowieso nie eine Chance gehabt. Die Sonne geht bald unter. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Dunkel? Ich kann es fühlen. Wie denn? Hey, Jay, guck doch mal, der Himmel ist rot. Meine Haut wird ganz kalt. Dasselbe passiert mir auch vor einem Sturm. Ich fühle nichts. Du bist noch nicht so lange unterwegs wie ich. Clem? Ja, das muss wirklich krass sein, die ganze Zeit wirklich on the road zu sein. Schaffen wir es? Klar, AJ, natürlich. Ich dachte, wir müssen nicht mehr vor bösen Menschen fliehen. Und den Monstern. Wir sind es gewohnt. Ja, das hoffe ich. Wir werden was Neues finden. Ja. Etwas Besseres. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Was ist los? Was ist nun schon wieder los? AJ, auf wen hast du jetzt wieder geschossen? Warst du das? Betrachten wir den Fremden? Kommt schon raus. Hab ein paar von euch auf der Straße gesehen. Ach, das hat der Penner. Könnt euch nicht ewig verstecken. Oh, Mist.
Hieß er Aaron? Ist das der Mann vom Bahnhof? Ja. Ja. Wolverine of Crack. Ihm. Ja. Bleib hier. Naja, wollen wir ihn dann angreifen? Okay. Ah, lief nicht so geil. Shift und E. Nein, falsch gedrückt. Wie schön. Das ist toll. Das ging nicht. Okay, also ich glaube nicht, dass. Okay, er ist doch nicht unser Freund. Bleib hier. Also, das ist ja wirklich. Das ist ein starkes Stück. Ja. Du bist eine fiese kleine Schlampe. Schnauze. Inalenia, lass ihn in Ruhe. Fuck you! Du. Oh. Wer bist du jetzt? Och Mann, Arschloch, Alter. Nimm deinen Drecksstiefel aus dem Nacken, ey. Warum wird denn die Person nicht gezeigt? Die zweite. Ah, AJ, mach cool. Hey. Noch er ist ein Kind. Entspann dich. AJ, nimm die Knifte runter. Warum wird die Frau nicht gezeigt? Penner, Alter. Penner. Die zwei habe ich schon mal gesehen. Das sind Kämpfer. Du wirst sie mögen. Wir suchen nach einem Jungen, der hier eine Gruppe anführt. Marlon. Er ist tot. Tja, scheiße. Es ginge auch anders. Wie wär's? Bringst du uns zu deiner Schule, damit wir mit deinen Freunden reden können? Du hast nicht gerade viele Möglichkeiten. Komm schon, Kleine. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ist nicht meine Schule. Da wohne ich nicht. Das kann ich nur schwer glauben. Hier gibt es nicht viele Kindergruppen. Okay. Los, bitte! Sicher, wenn du tust, was wir wollen. Sonst schlage ich ihm den Schädel ein. Schon mal gesehen, wie gammeliges Obst zerplatzt, wenn man es wirft? Genau so wird das aussehen. I'm a time! Ihr Wichser, Alter. Das ist doch, na hier, meine Güte. Aus Staffel. Clementine, du bist es? Ach komm, wie hieß du denn? Heiße Lily. Sag ja, Lily, das war doch. Du erinnerst dich wohl nicht an mich. Ist eine Weile her. Das ist doch die Kind gekriegt hat. Nee, war sie nicht? Nee, das war die aus der ersten Staffel? Knapp überlebt. Das war die mit dem Auto. Was zum. Nicht jetzt. Oh, Bonnie! Richtig! Was zur Hölle? Bei mir läuft das flüssig? What? Hey, nicht jetzt. Läuft's bei euch gerade nicht flüssig oder was? Mama. Lee ist nicht bei dir. Ja, Lee ist tot. Also ist er tot. Ich werde nie vergessen, wie er mich am Straßenrand dem Tod überließ. Ja, als du. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Jemand den Kopf geschossen hast, meinst du? Eine Bedrohung, nachdem ich das Mädel erschossen hatte. Ja, war's. Carly. Lee hätte dich auch zurücklassen sollen. Dann hätte er vielleicht länger überlebt. Dir wird das Gleiche passieren, wenn du seine Fehler wiederholst. Okay. Dein kleiner Junge, du wirst sterben, um ihn zu schützen. Eine Weile hältst du vielleicht noch durch, aber irgendwann wird er dir zur Last werden. Ein unentdeckter Beißer, eine Kugel, der du nicht ausweichen kannst, ein Hilfeschrei, der die Herde anlockt. Ich bin nicht Lee. Ich habe jahrelang allein überlebt. Du hast bisher überlebt. Lass mal den Jungen los. Das muss ich dir lassen. Aber du und ein paar Kids, die sich im Wald verstecken? Dir ist klar, dass das nicht ewig funktioniert. Also wir können sie jetzt aber auch nicht in die Schule führen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir kennen uns von früher. Toll, du kennst sie, ich kenne sie. Aber wir haben was zu erledigen. Wir können dir helfen, den Jungen großzuziehen, Clementine. Ein Scheiß tut dir, Alter. Aber du musst etwas für uns tun. Was? Euch dabei helfen, noch mehr Kinder zu entführen? Wir brauchen nicht nur ein paar, wir brauchen alle. Wir nehmen euch mit nach Delta zu unseren Leuten. Wir haben Mauern. Wir haben eine funktionierende Solaranlage und bauen Feldfrüchte an.
Du musst nur zu deinen Freunden zurück und sie davon überzeugen, friedlich mit uns zu kommen. Niemand wird verletzt. Ich bin nicht Marlon. Also, ich werde mir den kleinen Scheißer hier und jetzt vornehmen. Kleiner Wichser, Alter. Wirklich, bei Gott, so Alter. Mit einem scheiß stumpfen Löffel, Alter. Bedeck dir deine Augen. Sei dumm, Clementine. Alter. Entscheide dich. Für uns oder die anderen. Wenn du den Kleinen retten willst, wählst du nicht die anderen. Schieß! Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Aber... Ah, Louis hat's erwischt. Oh nein! Warum hat den Penner nicht erschossen? Oh, ey! Oh, ey! Okay, es eskaliert jetzt wirklich drastisch. Oh. Los, AJ, lauf, kleiner Mann! Nicht zurückschauen, lauf weg! Kuh! Ah, los, schnell! Die kriegen uns nicht, die können nicht, das sind Alte! Kuh! Ja, da kommen die nicht durch, der ist alt! Alter, dies Miststück! Was ist das für... Das ist so eine... Oh, fällt ja keine Worte, ey. Ist schon richtig gewesen, dass wir die zurückgelassen haben. Ja, die fand sie also gut, Melly, ja? Die Bonnie, die fand sie gut, ja? Oh. Ja, schnell, links lang! Mach schnell! Ich lauf! Kleiner Mann, lauf! Toll, habt euch hingesetzt, ihr Gott. Penner. Oh. Schnell, jetzt wäre ein Messer echt super. Es wäre wirklich super. So, bam. Und in your face. Fasamaka. Da ist er. Ist der angeschossen? Scheiße. Die haben AJ angeschossen? Ich raste aus! Oder hat er sich selber jetzt irgendwie mit dem Messer verletzt? Scheiße! Was mach ich denn jetzt mit dem Kleinen, wenn er jetzt wirklich eine Bauchwunde hat? Wo? Wie? Schnell, und du bist der Nächste, mein Freund. Ah, schön. Los. Okay. Autschi. So, warte mal. Wie sieht's aus? Okay, die können wir hinkriegen, die schaffen wir. Okay, die Gruppen an sich sind zu gefährlich. Müssen wir ein bisschen verstreuen. Mal hier weg von dem kleinen Mann. So, von mir jetzt hoffentlich und nicht AJ. Okay. Nein! Scheiße. Na, warst du nah dran. Oh, verdammte Axt. Mann. Das überschlägt sich jetzt hier ziemlich, Alter. Das ist ziemlich heftig jetzt hier. So, der Schweißerkrübele. Okay, den ersten nehmen wir wieder. So, wir können mit E zerstreuen, okay. Kannst du denn rufen oder irgendwas? Na los, komm her. Oh Mann, ist so langsam. Clemmy. Los, Mist, zu nah dran. Schade. Okay, wir brauchen irgendwie eine bessere Taktik. Also der erste ist halt kein Problem, ne? Tatsächlich ist Zerstreuen etwas schwierig.
gut. Okay, dann komm mal mit. Okay. Hui, hui. Zum Glück sterbt ihr tatsächlich relativ häufig in dieser Season. Also, das ist schon beschämend, beschämend. So, AJ, wir müssen uns Sünde machen, die werden zu viel. Wer ist der denn? Wer bist denn du, Alter? Geht? Nein. Ein Flüsterer? Zu laut. Ein Flüsterer, ach, leck mich doch. Oh, nee. Okay, Leute, falls ihr die Serie gesehen habt, wisst ihr, wer die Flüsterer sind. Das sind quasi Menschen, die sich Zombie-Masken überziehen und es tatsächlich schaffen, diesen Horden, indem sie mit ihnen laufen, zu steuern. Krass, jetzt kriegen wir die mit Flüsterern zu tun, ey. Holy shit. Kommt. Nee. Die Flüsterer sind jetzt keine coolen Leute, muss man dazu sagen. Also. Was hat denn AJ? Hat der eine Schusswunde oder was ist das? Wenn er jetzt eine Schusswunde hat, sind wir so wirklich. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu stressig. Freunde, das ist mir zu stressig. Wollen wir uns nicht lieber irgendwo eine Reaction irgendwo angucken? Wie irgendjemand das perfekt durchspielt? Dort. Ist ein Baum, ja? Ist das eine Bisswunde? Hol die Splitter raus. Ach, das sind Holzsplitter vom Baum. Von der Schrotflinte. Oh nein, oh nein, 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 oh nein. Oh, kann man jetzt nicht in diesem kleinen Menschen da rumstochern? Oh nee. Nee. Es ist doch Schrot. Ey, der Penner, Alter. Tut mir leid, kleiner Mann. Sei tapfer, bitte sei tapfer. Das bricht mir das Herz. Sei tapfer, AJ, du schaffst es. Du hast es gleich geschafft, du hast es gleich geschafft. Kann man ihn nicht mal ein Stück Holz zwischen die Zähne machen? Irgendwie, das ist unmenschlich. Ja, wir haben es gleich. Ja, du hast es geschafft. Du bist ein tapferer kleiner Mann. Ich versuche leise zu sein. Es ist okay. Du machst es super. Atme normal, AJ. Du machst es super. Leg deine Hände hier hin. Stopp die Blutung. Schon gut. Er wird dich verraten. Also man muss sagen, das Spiel läuft wirklich ein bisschen hakelig an manchen Stellen. Also man merkt tatsächlich irgendwie, dass es ein bisschen buggy ist. Irgendwie. Sorry, hey, aber... Langsam. Wo ist unser Zeug? Meine Waffe? Alles weg, Kumpel. Louis wurde getroffen. Ich weiß. Sie haben uns gerettet. Egal. Ja, genau. Ja, wie hat uns gerettet? Nicht Louis mit seinem Tischbein. Der war keine Hilfe da. Nur wie hat uns geholfen. Ach, jetzt krieg ich auch noch Fieber. Jetzt deck ihn doch mal zu und bring ihn ans Feuer, den kleinen Mann. Ihn verkeilt. Wo ist jetzt? Ich sag, hätten wir Rosi bei gehabt, wäre das kein Problem gewesen. So, wer ist das eigentlich? Beta in jungen Jahren oder was? Wollt ihr euch nicht gefährden? Die Beißer hätten euch helfen sollen. Du hast die geschickt. Ich war in einer Gruppe. Sie nannten sich Flüsterer. Sie leben unter den Beißern. Ziehen mit ihnen herum. Manchmal führen sie die Herden auch. Ziemlich eindrucksvoll. Warum bist du allein, wenn du in einer Gruppe warst? Sie haben eine Gruppe angegriffen. Ein Gemetzel. Wollte nichts damit zu tun haben. Mhm. Anscheinend sowas wie die wissen noch. Hunger.
Wir haben noch ein paar schöne Maiskolben. Was ist das? Ein Apfel. Mhm. Esst. Ihr beide. Danke. Wo ist AJ? Ja, ist mal ein bisschen. Kleiner Mann. Sehr nett von ihm. Hast du einen Namen? Lange her. Seit? Hab ich doch gesagt. James. Kennen wir James? Ich glaube nicht, oder? James ist. Warum hilfst du uns, James? Ich glaube nicht. James ist unbekannt, oder? Die Leute, die euch angegriffen haben. Was weißt du über sie? Oh, guck mal, plötzlich kann er wieder Personalpronomen. Sie entführen Kinder. Ich werde sie töten. Ich weiß, dass sie Kinder entführen. Zwei letztes Jahr. Was machen die damit? Was machen die das mit den Kids? Das ist für die ganz normal. Sie führen Krieg nördlich von hier. Ihre Gruppe gegen eine andere. Ja, aber was wollen die mit Kindern? Deswegen. Kindersoldaten oder was? Holen sie sich Kinder. Sie zwingen sie zu kämpfen. Du solltest in ihrem Krieg kämpfen. Können wir uns darauf einigen, lieber Chat, irgendwie, dass wir die Gruppe definitiv auslöschen müssen? Die muss beseitigt werden. Ja, deshalb habe ich euch geholfen. Danke. Clem? Kumpel von dir? Warte. Wirf ihn. Lenk ihn ab. Funktioniert genauso und niemand wird verletzt. Weder wir, noch er. Probieren wir mal. Wow, ich hab noch nie einen Stein geworfen. Ja, das ist ja toll. Das mache ich jetzt 3 Stunden lang, oder wie? Oder werf den Stein immer weiter weg? Danke. Ja, die Flüsterer haben tatsächlich ein sehr, sehr eigenes Verhältnis zu diesen Zombies irgendwie. Also die sehen sie jetzt nicht als gleichwertig an, aber... Sicher. Sie sind ja quasi ihr Kampfpotenzial. Es war also töten sie nicht. Euch mit noch ein Typ am Rennen. Es wird hier keine Love Story geben. Wollt Jojo? Ihr nicht, dass sie sterben? Keine Love Story. Nein. Das werde ich zu verhindern wissen. Ist mir klar schon hier, wie symbolisch die Schlange uns den Apfel reichte. Du hängst also nur im Wald herum und rettest zufällig vorbeikommende Leute? Als ich meine Gruppe verlassen hatte, war ich zum ersten Mal allein unterwegs. Da war überall Krieg. Erst gegen die Beißer, dann Menschen gegen Menschen. Ja. Hatte gehofft, hier sei es besser. Ist awesome, R. James. Woher kommst du? Von hier? Oder von weit weg? Eigentlich aus Georgia. Das ist eine schöne Antwort. Georgia. Ganz schön weit weg. Das war vor einer Ewigkeit. Stimmt. Der Apfelstaat. Und woher kommst du? Washington. Schön. Stadt oder Bundesstaat? Stadt. Hab Dad mit dem Imbisswagen geholfen. Du hast Fieber. Seine Wunde muss richtig gesäubert werden. Und Medizin wäre wichtig, wenn ihr welche habt. Haben wir denn nicht irgendwie hier so einen vernarbten Medizinmann um die Ecke oder irgendwas? Aber sie werden sie kaum rausrücken. Deshalb haben die Leute euch angegriffen, oder? Um in die Schule zu kommen. Sie werden alles zerstören. Die haben mehr Waffen und Kämpfer. Sie werden alle mitnehmen. Sie werden sich nicht gegen sie wehren können. Hm. Ja, sollen wir jetzt Peter Pan-mäßig zurück und alle Kids mobilisieren? Ich meine, die finden uns halt scheiße, ne? Irgendwie du brauchst Medizin. Du musst zurück, sonst stirbt er. Ich werde AJ nicht im Stich lassen. Ich helfe ihnen, Lily zu töten. Und sie warnen. Ich muss zurück und sie warnen. Das ist das einzig Richtige. Ziemlich edel. Ich hab doch gerade gesagt, ich tue alles, um AJ irgendwie zu retten. Nicht um irgendjemanden zu warnen.
AJ ist für mich wichtig. Ich helfe euch, um an den Weißern vorbeizukommen. Man hat so eine Gefühl, ständig so zu machen. Wir brechen ein paar Stunden auf. Was? Mach mal was. Ein paar Stunden Schlaf für dich. Ich bleibe wach. Du kannst schlafen. Ja, nee. Auf gar keinen Fall. Das ist doch ein Perverser. Schlaf. Ich hatte Wache. Okay. Was ist mit dir? Kein Bedarf heute Nacht. Schlaf gut. Also ich komme nicht umhin, mich ständig dabei zu erwischen, wie ich mich hier falsch entscheide in dieser Season irgendwie. Also das tut mir jetzt schon leid. Tut mir jetzt schon leid dafür irgendwie. Schreibt es in die Kommentare bitte. Gute Nacht.